Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Mafia 1. Und ja, wir hatten ja nach der Verfolgungsjagd letzte Folge mit einer Länge von umschreiblich 53 Minuten. Sorry nochmal deswegen, aber eigentlich ist es nicht so üblich, dass es so lange geht. Aber ich sag mal so, wenn jetzt mitten der Folge einfach ein Pausieren nicht möglich ist, dann lasse ich es natürlich laufen. Und es wäre natürlich jetzt auch blöd gewesen, wenn ich jetzt die geschnitten hätte und am Ende ich mich entschuldige dafür, dass die Folge so lang ist und ihr euch gedacht hättet, hä, was? Also habe ich es eigentlich gleich ganz gelassen. Ja, ist eigentlich nicht so mein Spaten-Ding mit so einer langen Folgen, aber gut, was soll man Danke machen? nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß, aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Okay. Kapitel abgeschlossen. Der Heilige und der Sünder. So. Himmel, Herrgott, Tommy, Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo, tut mir leid fürs Warten, Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun, außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr, bis Frank. Coletti. Der Konziliere des Don. Ja, genau der hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Ah, Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cernecco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen, setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran.
Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Polly kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. Okay. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind noch mal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Polly bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Polly überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Polly am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Okay. Der Wagen gehört dir, wenn du willst, Tommy. Danke, Ralph. So, dann werden wir da mal hinfahren.
ist ein bisschen lang, die Strecke. Aber ich hoffe, dass ich jetzt diese Folge nicht wieder so lange machen muss. Weil über 50 Minuten, das war eigentlich so von mir nicht geplant, aber gut. Kann mitunter mal passieren. Also ich möchte, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es mal passieren kann. Ich versuche natürlich meine Folgen immer so auf 20 bis 30 Minuten zu halten. können auch mal kürzer sein. Kann auch mal länger sein, so wie jetzt die letzte Folge und die Folge darauf und darauf. Also, ja, wie gesagt. Ist eigentlich so nicht geplant und nicht gewollt, aber es kann passieren. Also, es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht immer in manchen Spielen cutten kann. Das ist dann halt auch blöd und versaut eine Folge auch schnell. Und deswegen, ja. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem noch unterhaltsamen Content finden in der Folge. Es war ja auch spannend, ne? Also ich selber fand es auch spannend in dem Moment. Ich lerne ja auch die Story jetzt hier zum ersten Mal kennen, vom ersten Teil. Und bin da auch schon ein bisschen verwunderlich, weil der zweite und der dritte Teil war ja schon eher so Open World. Und hier geht man doch eigentlich genial vor. Aber na gut. Los, Tom! Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Die Kuhscheiße und Selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Okay. Machen wir das doch. Jemand hat heute hier wartet.
Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Hier stimmt was nicht. Schießt denn einen Hund? Verwahrlost hier. Zur Hölle versteckst du dich? Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst! Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Du kannst nicht fliegen! Hey, hier drüben! Du. Okay. Untersuche Hinterhalt. Untersuche den Hinterhalt so. Okay. Der arme Kerl hat noch länger gelebt. Hier nicht. Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich stehe auf Morellos Gehaltsliste. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Oha. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist.
sind schwer bewaffnet. Die Pazifisten. Alle in den Hinterkopf geschossen. Waren bestimmt aufgereiht. Arme Kerle. Okay. Hier hat man einen Tipp gegeben, auf jeden Fall. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Nein, warum? Also, nochmal vom Kontrollpunkt. Ich ahne Schlimmeres. Das ist wieder eine längere Folge für dich, hoffe nicht.
Ja, komm hoch. Ich muss nachladen! Geh in Deckung! Du kannst dich nicht verstecken. Passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Das glaube ich aber nicht. Okay, müssten eigentlich alle gewesen sein, ne? Gott, tut das weh! Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Scheiße, da sind Bullen! Ja. Das, glaube ich, kommt jetzt gerade gar nicht gut. Warte mal. Halt sie noch etwas länger auf! Ich sitze hier fest! Gut, ich würde mal sagen, wir machen hier mal kurz Pause. Ich würde sagen, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Und gucken wir mal, ob wir das schaffen, den Sam noch heil rauszukriegen einigermaßen. Und das Ganze dann auch vernünftig zu beenden. Gut, dann, wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da, gerne auch ein Feedback. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.